Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Slime Ranger 2! Ranger! Ich betone es immer falsch, hört sich immer an wie Ranger, weil man nicht Ranch. Gut, so viel zur Aussprache. Also, was werden wir heute machen? Wir werden unser das Ganze hier ein bisschen umbauen. Dann gehen wir mal irgendwie, ja, dann schauen wir sich mal die neue Insel an. Ich möchte nämlich, die ist ein bisschen nervend, weil die hier, da zu denen wollen und umgekehrt. Das heißt, ich werde überlegen, wie ich, was ich wo anbaue. Ich muss die ein bisschen auseinandergeben. Die waren uroft schon bei denen, da ich möchte die ein Stück weggeben. Die fressen Hühner. Das heißt, ich werde die darauf verfrachten und das Gemüse dort abreißen und daher holen. So ungefähr hätte ich mir das jetzt zumindest gedacht. Das heißt, ich nehme das jetzt mit. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen Geldverbrennerei wird auch, aber... Naja, was soll man machen? Abbruch, Abbruch! Gehege. Hohe Wände. Musi. Fangnetz. Brauchen wir nicht. So. Die bekommen ja Hühnchen. Und wo kriege ich da die Meeransam? Ehrlich gesagt nervt es nämlich, dass das so viele verschiedene sind. Weil das Problem ist, dass ich die Hühner nicht da... Ich kann die nur Sorten rein da einfüllen. Und wenn ich von jedem 10 habe, kann ich immer nur 10 einfüllen. Das ist ein bisschen scheiße. Das werden wir auch ein bisschen aussortieren jetzt dann. Das heißt aber, wir werden da die einfüllen, die was vielleicht ein Huhn als Lieblingsessen haben. Das wäre natürlich optimöse. Moment, das werden wir raus. Das kriegen wir raus. Moment, Moment, Moment. So, was ist denn der Huhn gern? Miezekatze isst Huhn gern. Der isst diese Stein. Oh, dieses komische Händel da gern. Das ist den da. Seehuhn. Ja, das müsste dann passen. Ein Angler ist das, ne? Testet man das mal? Mal da rein. Ja, blend dich selbst. Ja. Das heißt, sie kriegen nur Seehühner. Sie werden mal das Seehühner machen. Das heißt, ich brauche was anderes, um die Hühner einzusperren. Warum? Was suchst du da? Geh weg. Noch eins. So. Das heißt, wir werden die Lieblingsessen an die Lieblingsviecher füttern. Kann ich den von der Weite da reinballern? Geht das? Wow. Ja. Das können wir nämlich machen, dass wir wirklich das Essen gezielt so anbauen. Und die werde ich mal ja aufheben. Ich werde die Sorten hier aufheben, die werde ich ja nicht weggeben mehr. Da ist ja, ich habe ja, es ist ja alles in meine jetzigen Kombos hier vertreten, was ich derzeit an Viecher kriegen kann überhaupt. Also auf der ersten Insel und auf der zweiten, da auf dem Dämmerungstal da. Da habe ich eigentlich alles eingefangen. Auch dieses komische Nachtteil da. Das Phosphor-Pokémon. Ich nenne es jetzt mal Pokémon einfach. So, drei noch. Geronimo! Ich glaube aber, dass das jetzt viel sind. Vielleicht schmeiße ich ein paar über Bord. Mitkommen. So, da habe ich euch Deppen nämlich im Auge. Das ist ja nämlich gar nicht schlecht. Da weiß ich wenigstens, was ihr anstellt. So. Dann werden wir das hier wegmachen. Die hier. Das ist Fels und Miez. Was futtern die? Miez ist dieses Steinhändel da. Das komische. Und Fels Rüben.
Frage, ob man die Rüben nehmen. Aber ich glaube, ich habe die keine mehr. Ich habe die ja gerade. Die habe ich gerade verharzt. Scheiße. Käse. Nein, mach mal Steinhändel. Ich muss hier da jetzt ein bisschen rauskommen. Was habt ihr alle da? Ja, dann machen wir da das Steinhändel her. Testen wir das kurz. Das ist das Lieblingsessen von denen. Jetzt ist da schon wieder einer draußen. Weißt du, du bist mir ein bisschen zu riskant. Es geht mir einfach nur darum, weil das Problem an der Sache ist, wenn die blöden Viecher da mir irgendwo was Falsches fressen, habe ich da so ein Slime, die killen mir alles da weg. Und das mag ich auch nicht riskieren. Wenn sie so doof sind, müssen es halt. Ja, Pech. So, wenn wir da das Steinhändel da reinmachen. So, Pipi-Händel. Natürlich. 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 So. Okay, warte mal, Test. Hey. Oh ja. Weiß Lieblingshändel, okay. Und da drei Hähne dazu. Vier. So, die sollten sich da jetzt ja mal vermehren. Fuck. Scheiße, ich habe nur gesagt, na, wirst du nicht alle Hähne mitgenommen haben. Mist, verdammt. Küken, Steinküken. Hoppla. So, theoretisch wäre es jetzt mal interessant. Kann ich da alles einsagen, dass das Gehege mal leer ist? Schauen wir mal hier. Haben wir jetzt ja. Habe ich da jetzt irgendwas rausgenommen oder warum sind da jetzt keine drin? Ich habe da gerade einen Hahn reingegeben. Oh. Altgewertet. Haben wir noch einen rein? Und dann noch ein Hahn dazu, Steinhuhn. So, jetzt haben wir mal das Lieblingsessen hier. Ja, jetzt noch eure Karotten und dann passt's. So, somit haben wir das einmal erledigt und da haben wir das erledigt. Das sollte ja passen. Los, macht's Babys. Und ihr bleibt da drin, ihr Säcke. So, dann werden wir das einmal abreißen da. Das braucht jetzt keiner mehr. So, weg. Hoppel und Fels. Hoppel. Ist am liebsten dieses Klumpert da. Und Fels die Rübe. Ich weiß schon. Da holen wir sich das. Da weiß ich sogar, wo ich hin muss. Da gibt es ein Vorkommen, sage ich jetzt mal. Stückel da vorne. Hey. 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 Habe übrigens auch Jetpack schon. Jetzt kann ich überall rumfliegen. So, das wäre mal für Hoppel. Und was frisst Phosphor? Der hat kein Liebling. Oh Mann, oh.
Na gut. Das heißt, wir könnten hier die Erdbeeren bauen. Ne, das ist unnötig. Scheißen. Scheiße. Scheiße. Das schaut blöd aus von der Anordnung her jetzt. Mal kurz nachdenken. Ich weiß nicht, was wo dazugehört. Ja gut, Phosphor, die Erdbeeren, mehr diese erdbeerähnlichen Dinge merke ich mal ja. Ja, stellen wir es da auf. Was halt ein Stückchen auseinander. Was soll ich machen? Geht die nicht anders jetzt? Sie findest du auch? Ja, gut. Sonst platzen mal meine Phosphor. So, warte mal. Leck mich doch. Nein, ich will das wieder weg haben, das Sonnenschild. Geh, Käse, jetzt habe ich's verhunzt. Mal. Ja, die haben ja auch sonst. Ne, die tue ich nicht darüber. Okay. Es wäre wahrscheinlich egal. Oder es ist ziemlich. Es ist auf jeden Fall egal. Aber ich möchte das jetzt nicht fürs Finster haben. Wenn wir halt die Kohle wieder aufwenden mal, ne? Nichts zu teuer für unsere kleinen Viecher. 2000 in Sand gesetzt. Toll. So. Erledigt. Hier machen wir mal Baum. Erdbeere. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Passt. Hier ist jetzt die Frage. Wenn ich das jetzt abreiße, verschwindet wahrscheinlich das Ganze, ne? Das hätte ich also eventuell jetzt nicht einfach so machen. Achso, ich könnte es auch einfach rüberschippern, aber einmal verkauft man noch. Brauchen wir hier ein bisschen mehr Kohle? Die verkaufe ich nicht, die gehen wir da rein. Das geht nicht. So, raus mit dem Zeug. Und tschüss. Dann wollen wir ein Beet. Das hier. Upgraden. So. Der Hoppel war das mit Salat, glaube ich. Ja. Nein. Ich hasse meine Maus. Sie springt so deppert drüber manchmal. Ja. Der war das. Und die da herum. War das.
Naja, läuft der, oder? Da haben wir noch alles rein. Was wurscht ist. So, Leute. Sagt gut aus, oder? Da hinten die Händel. Checkt man das nochmal mit den Händel ab. Das müssten ja diese Steinhändel sein, nur. Ja, auf keinen Fall alle nehmen. Lass euch ein paar herin. So. Geht's ja, Vollgas. Gut, die haben wir noch Lieblingsessen drin. Die hat es nicht drin, weil es gerade wächst. Die Erdbeere rot-rot und das Blau zu Blau, so kurz. Hat es auch jetzt das drin und die mögen am liebsten die da. Sind auch am wachsen. Bam, 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 bam. Ja, was da geht's rund. Weil da kommen wir wirklich viel nach. Gut. Alles erledigt. Die passen. Da müssen wir, wie gesagt, warten wir eigentlich jetzt nur auf. Ja, genau, dass das mal fertig wird. Ich ja ständig Hunger haben. Ich glaube, das wäre ausgebrochen irgendwo. Ich weiß, ich esse aber Gemüse auch, oder? Das braucht ein bisschen. Dafür kommt aber da, glaube ich, viel raus. Da kommt viel mehr raus dann. Sonst muss man da ein bisschen ausräumen. Wir sind voll. Das finde ich blöd, dass ich da nur einen Tank mit dem anfüllen kann. Man kann ja sagen, dass sich im Endeffekt halt nur in einem Tank welche mischen geht natürlich nicht oder so, aber. Bin ja wirklich gespannt, ob ich das alles irgendwo noch brauche, auch diese Mengen hier, oder ob das rein zum Verkaufen jetzt gut ist. Was falls im Steigen, sehr schön. Immer noch schon mehr wert, aber ja, besser als nichts und loswerden muss ich es auch. So, jetzt schauen wir mal schön zu den anderen. Wir haben ja das alles jetzt schon wunderschön hergerichtet. Schauen wir zu unseren Specials da. Wobei ich eigentlich gleich schauen könnte. Ja, wurscht. Flederknall. Flederknall, was macht Flederknall? Fleder. Dieses komische, da weiß ich, wo ich es herkriege. Knall. Was ist denn das für ein Händel? Was ist denn das jetzt wieder für ein Händel? Hab ich das? Nö. Flederkall braucht die komische Frucht und die Kristallringschwanz. Ringelschwanz. Hat keins. Hier rüber. Das
Hört sich gut an. Hört sich wirklich gut an. So. Das heißt, die Rübe gibt es eh da oben. Wenn ich die Händel mal einsage, das sind eine Sorte Händel unter Hahn. Ne, das ist wieder Special. Special Hühnchen. Schauen wir mal, ob wir es finden, ein bisschen was, oder? Gehen wir mal auf Suche. So. Abmarsch auf die andere Welt rüber. Wir schauen, ob wir so ein Special Hühnchen finden. Zuerst. Genau, falsch. Genau. Ah, das kann man eh vergessen, also. Nur die, da geht eh nicht, aber. Da könnte man so ein Lager herstellen. Dann brauche ich aber dann 4 Plätze dafür. Dann kann ich die ganzen einlagern. Die sind ständig voll. Und die auch da, aber da muss ich nicht, da muss ich immer so weit rennen. Ein Teleporter wäre cool dann. Ja gut, cool wäre viel, eins nach dem anderen. Hm, sie sind gerade im Steigen. Und die sind gerade viel wert. Leck mich am Arsch, 47. Es sind gerade bis auf den einen da oben die teuersten. Wir sollten uns dann noch die ein paar Knallis holen. Einmal hole ich noch Knallis. Her zu mir. Wir sind ja schon wieder voll. Aber mit den Lieblingsfutter sind sie extrem lukrativ, muss man schon sagen. So, verscherbelt man das alles und los geht's. Die eine Frucht weiß ich, wo ich herkriege und vielleicht finde ich auf dem Weg auch so ein Händel. Mir wäre das Händel nämlich ehrlich gesagt bald lieber. Vor allem, weil ich ja jetzt dann nichts mehr habe. Wo tue ich denn da meine normalen Händel hin, wenn ich da jetzt Special Händel mache? Geh mal, Abmarsch. Red mal auch dann mit wem vielleicht. Na, was tut denn du da? Ich glaube, es hackt ein wenig, oder? Fressen immer Gemüse. Depp. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, euch so viel zu füttern. Ich habe viel zu viel von euch. Ich werde jetzt auch noch einen anderen von euch immer, solange es ausbricht, ein bisschen da eliminieren.
Mondstein, Flieg und Sieg! Blub. Kurz mal noch was nachschauen, ob ich einen Teleporter mit hab. Oder bauen kann. Dann schauen wir noch wegen dem Huhn und wegen der Anfrucht. Mal her, was kann man machen? Brauchen wir nicht. Fehlt Uröl, Hammer, fehlt wilder Honig, kenne ich nicht, der ist sicher auf der anderen Insel. Hammer, 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 nicht. Pfützplot, kenne ich nicht. Flatterplot, kenne ich auch nicht. Jägerplot, das finden wir auf der anderen Insel dann ziemlich sicher. So, wir brauchen ein gelber Heimteleport, warum gelb? Wir bauen ihn auf jeden Fall. Erlaubt es dir, aus der Ferne Ressourcen in die Raffinerie zu verpflanzen. Ein Set von zwei Geräten ist erlaubt, Ressourcen zwischen zwei Orten zu transferieren. Und das eine kann ich ja nicht machen. Das könnte ich machen. Die Frage ist, was genau bringt man das? Wo sollte ich das jetzt aufstellen, dass man das einen Sinn macht? Ich meine, es bringt sicher irgendwas, aber... Stellen wir uns her. Sind wir nicht so, oder? Abmarsch. Falsch. Abmarsch. Falsch. So, jetzt reden wir mit dem Satellitentelefon, oder was das sein soll. Hey, bist der bald alle. Beatrix, ich hab was, was ich über die KI mitteilen muss. Wie du weißt, haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Nun, dieses Hin und Her wurde mit der Zeit schneller und gelassener. Fast wie eine natürliche Konversation. Ich nahm an, sie entwickelt sich einfach und passte sich meinem Redestil an. Aber dann passierte etwas. Wir hatten angefangen, Go zu spielen, während wir redeten. Ein Weg... wie ich ihre Intelligenz weiter testen konnte und fraglos sie auch meine. Diese Spiele dauerten bis tief in die Nacht, ebenso wie die Konversation, die sich immer natürlicher anfühlte, obwohl ich wusste, dass das Wesen, mit dem ich sprach, nur ein komplexes Programm war. Und dann, eines Tages bei Sonnenaufgang, schlug sie noch ein weiteres Spiel vor. Ich sagte zu, aber ich musste mir erst eine Tasse Kaffee machen, um dafür wach zu bleiben. Und sie antwortete, ich auch. Ich starrte auf meinem Bildschirm und wusste nicht, was ich sagen soll, aber dann, als hätte sie erkannt, was sie gerade getan hatte, unterbrach sie plötzlich die Verbindung. Ich habe seitdem nichts von ihnen gehört. Aber ich hoffe, das werde ich noch. Bis dann. Bis dahin werde ich warten, mich wie immer mit meiner eigenen Arbeit befassen und die Fragen stellen, die Antworten brauchen. Aber ich werde dabei immer das Go-Brett bereithalten für eine weitere Partie, eines Tages irgendwo. Auf Wiedersehen, Beatrix. Ich hoffe, wir sprechen uns bald. Wie sinnvoll! Bea, ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich habe eine der Drohnen untersucht, die du überall auf der Insel findest. Ich weiß, warum sie mir so bekannt vorkommen. Es ist meine. Aha. Oder zumindest ist es eine, die ich schon mal gesehen habe. Wenigstens in meinen Träumen. Aha. Nachdem ich mir die Scans angeschaut habe, die ich gemacht habe, wusste ich, dass sie mir bekannt ist. Also ich habe ein paar alte Slime-Wissenschaftsjournale von mir durchgeblättert. Diese Journale sind hauptsächlich zukünftige Projekte, aber manchmal auch spekulative Technologien. Du kennst mich, ich denke immer 6 Schritte voraus, um Moshitech an der Spitze der Industrie zu halten. Tja, manchmal kommt mir Ungewöhnliches in den Sinn, Zeug, das ich nie im Leben entwickeln werde. Und die Drohnen, die du gerade findest, sind genau das, unmöglich mit heutiger Technologie und direkt aus den Seiten meiner Aufzeichnungen. Sie sind etwas, das ich im Traum gesehen habe, Bea. Also wie kommt ein Haufen unmöglicher Drohnen, die ich in meinem Traum entworfen habe, von den Seiten meiner Aufzeichnungen auf die Regenbogeninsel? Vielleicht gibt es in ihnen eine Art Archiv, das wir öffnen und aus dem wir mehr erfahren können. Ich weiß, dass sie Datenlogs enthalten. Aber wenn ich es wäre, nun, ich finde immer einen Weg, das zurückzuhalten. Was ich muss. Okay, Bea, ich brauche etwas Zeit, darüber nachzudenken. Ich werde dich wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Vielleicht schlafe ich einmal drüber. Okay. Beatrix, ich bin froh, dass du anrufst.
Ich habe mir die Bilder angeschaut, die du mir von der Regenbogeninsel geschickt hast. Ohne Zweifel ein ganz besonderer Anblick. Schön mit Farben, die nur satter werden, je länger man hinschaut. Aber auch unnatürlich. Tut mir leid, aber irgendwas stimmt an diesem Ort nicht. Wie du dich vielleicht erinnerst, war ich als Chef eines sehr erfolgreichen Instant-Nahrungskonzerns. Genetisch veränderte Nahrung war unsere Spezialität. Ich bin nicht stolz darauf, wie weit wir gegangen sind, um natürliche Nahrung größer, schneller und billiger wachsen zu lassen. Den Profit zuliebe, da die guten Bestandteile entfernen. Ich sagte das, Beatrix, weil ich immer noch erkenne, wenn eine Pflanze unnatürlich verändert wurde, wenn ich so eine sehe. Und die schönen Regenbögen, die du auf der Insel vor dir siehst, sind nicht auf natürlichem Wege dahin gelangt. Mir ist nicht glaubt, dass für dich irgendeine Gefahr bedeutet, aber es sorgt für ein ungutes Bauchgefühl bei mir. Ich muss mehr nachforschen und melde mich dann bei dir. Pass auf dich auf, Amiga. Na, wenn das nicht Bärlebe oder wie man das spricht auf Französisch ist. Der alte Hobby und ich haben gerade erst über dich gesprochen. Man munkelt, du seist zu unbekannten Teilen dieses Felsbrockens aufgebrochen, um neue Abenteuer zu suchen. Prima, Mädchen. Einfach immer weiterlaufen auf der Suche nach neuen Wundern hinter der nächsten Kurve, bis deine Stiefel Löcher kriegen und dann besorgst du dir neue Stiefel und machst weiter. Für meinen Teil habe ich meine Stiefel schon besondere Zeiten erlebt, aber ich weiß, dass noch ein Abenteuer oder zwei in ihnen steckt. Ich schätze, ich muss nur herausfinden, welche. Ach Mensch, ich labere genau wie Hobson es tut, wenn es um die Erforschung des Kosmos, Kochen oder, naja, so ziemlich jedes beliebige Thema geht. Okay, Bea, halte durch. Ich werde anrufen, um zu schauen, wie es bei dir läuft. Spielt keine Rolle, wer man ist. Wir alle bekommen dieses Gefühl, wenn die Heimat weit hinter dem Horizont liegt. Oh, bevor ich es vergesse, hier ist eine Kleinigkeit für dich, um deine neue Bude auf Vordermann zu bringen. Ist nichts Wildes, aber man muss tun, was man kann, damit man sich an einem Ort wohlfühlt. Zähmungsglocke? Ja, ich verblödel schon wieder Zeit, ich weiß, aber ich will das sehen. Der beruhigende Klang dieser bemerkenswerten Glocke wird den Zorn des jeden wilden Slimes verfliegen lassen, der einen hört. Gut, ich kann sie nicht bauen, das ist wurscht. Das wäre mal cool. Ja gut. Ich glaube, da kommt jetzt ein Cut rein. Weil ich werde jetzt einfach nur schnell... Das ist wieder ein Anruf. Alter, was denn? Ah, Bob. Na, mit Bob red mal. Hallo, Mietem, ich habe ein Geschenk für dich. Okay. Immer diese ausländischen Nummern, die anrufen, was verkaufen wollen. Wir haben jetzt ja auch schon genug Öl, glaube ich. Was hat man da Öl gefehlt? Für Uröl hier. Energiemodul auf 200, das wäre ja cool. Ich glaube, das werden wir auch machen. Natürlich. Passt. Geht noch. Fehlt wieder Honig. Pfütz. Und Tiefen irgendwas. Und lieber. Ja, normales Zeug und zwei, was ich nicht weiß. Wenn wir jetzt mal geschwind das mal so weit fertig machen. So, hier nachfüllen. 27 Stück, das sollte man aber alle wieder reichen. So. Reicht!
mal eine Weile. Der hier. Noch eins drin. Muss nicht mal schön füttern dazwischen, dass er nicht irgendwie... Wobei ich langsam irgendwie schon selber die Frage stelle, was genau mit dieser riesigen Menge an Plots eigentlich bringt, aber... Weil im Ende sind wir sich ehrlich, ich kann das nicht brauchen, das ganze Zeug auszuverkaufen. Und Kohle habe ich eigentlich ja genug. Im Gegenteil, ich kriege das ganze Zeug schon gar nicht weg, Schatz. Mach ich das an mal. Na gut, okay. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Da, 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 da. Weißt du, was ich daher mache? Ein Gehege. Na, ich bin ein Sautrottel. Ich wollte gerade was... Fick dich. Das wollte ich am Silo. Kann man den drehen? Nee. Okay, ich will hier mal... Ich fülle mir mal Früchte kurz ein. Bevor ich mal drüber nachdenke, kann ich die noch einfüllen? Nagel. Komm her da. Bleib lieber da. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Der Knalli war das Special Huhn, ne? Ja. Aber er frisst Huhn. Bleib mal da. Abnormal, wie viele Händel da sind. Alles leer? Soweit? Ja? So, waltet eures Amtes da, Hähne. Sie fressen ja auch alles, oder? Die sind cool zur Vernichtung von allen möglichen. Gleich rausnehmen wieder. So. Gut, Leute. Dann haben wir das soweit jetzt mal erledigt, weil ich... Ich kann original hier nämlich... Ich will nämlich nicht, dass die Karotten alle kaputt werden. Kann man die... da auch einlagern? Ich meine, ich muss das irgendwann anders machen, aber... Ja, kann man. Gut.
Viel Spaß da alle. Ja, mal. Gut, Leute, das war's. Wir haben unsere Special-Hühner. Wir haben unsere Special-Rüben. Und den Rest haben wir auch special gemacht. Also all unsere Tiere haben jetzt ihr Spezialfutter. Sehr schön. Gefällt mir. Geht es dem Tier gut? Ist auch für uns gut. Nur was ich nicht weiß, ist, was mache ich jetzt mit meinem einen kleinen aschenfressenden Etwas da. Was produziert der Typ eigentlich dann? Das da? Da haben wir, da alles voll. Das ist voll. Da war ich ja auch schon, da habe ich aber noch nichts gemacht. Ich kann ja da oben auch raus, habe ich aber ganz vergessen. Das habe ich mir ja auch schon gekauft. Was macht denn dieses Geräusch? Ich habe so eine Wasserquelle da drin. Gut, okay. Naja, bleibt uns hin, das für der Sport, oder? Das heißt, wir hätten hier wieder vier. Wir sind so deppert angeordnet, wirklich. Ach Gott, na. So, vier. Ups, das sind fünf. Na gut. Zwei, vier, fünf. Wieso sind es immer fünf? Ich hasse die ungeraden Zahlen. Warum ist eine Drohne? Ja gut, egal. Wir werden natürlich oben beginnen, nicht hier, weil wir so extreme Laufwege produzieren zum Spaß brauchen wir auch nicht. Weil da ganz hinten könnte man Teleporter dann hinstellen. Gut, dann kommt da hinten das Lager hin. Die zwei können zusammen und die da hinten machen wir zusammen. Ja, dann stelle ich hier mal mein Viech rein. Gehege. Hohe Wand. Musiker. Fangnetz. Mal nicht. Ich bezweifle, dass das Feuerding da irgendwie... Aua. Ja, frisst Asche. Was soll ich dem Ding jetzt füttern? Moment. Ja und? Wie funkt die Scheiße jetzt? Weil das stimmt schon. Den Aschentypen kann ich mit... ich brauche da wirklich einen Teleporter. Ernsthaft. Brauch was zum Verharzen und zum Hergach.
Warum merke ich Trottel mir das eigentlich nicht? So, mir reicht's mit euch. Mir reicht's jetzt endgültig mit euch. Wenn's, diese Angler-Typen sind ja wirklich lästig. Wenn sie nicht aufhört zum Hüpfen, werde ich euch eliminieren. Alle miteinander. Soll ich denen ein bisschen Dämmerlicht geben? Ja, ist ja wurscht, machen wir es einfach. Vielleicht hilft's. So, wir brauchen Essen mit. Ein paar tausend Hühner. Aber jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's echt gut. Bis auf das, dass die zwei Depperten da immer rauskommen. Aber sonst. Lass mal mit. Viel Spaß da. Ich weiß, das war jetzt nicht nett, aber who cares? Jetzt halt die Frage, ob ich die Händel auch verharzen kann. Was eine gewisse Art von hätte, aber irgendwie ja cool wäre. Gut, Leute, ich werde jetzt den Part hier beenden, auf jeden Fall. Werde dann noch ein bisschen farmen, bevor wir dann zur nächsten Insel weitergehen. Oder uns die eine mal fertig erkunden, die was wir jetzt noch nicht haben. Also die was wir jetzt schon haben, aber nicht ganz durch sind. Und dann werde ich, dann werden wir weitermachen. Aber ich werde jetzt mal kurz einmal schauen, damit ich genug da habe für meine Tierchen und dass da keiner drauf geht. Ich hab Hunger. Also in Wirklichkeit nicht im Spiel. Also wenn man die Wahl hat zwischen Hühnchen. Ich schaue noch schon, ob die sich schon vermehrt haben. Zwischen Hühnchen und Baum würde ich ehrlich gesagt die Hühnchen nehmen. Die vermehren sich so stark. Und es ist bis jetzt auch noch nicht vorgekommen, dass irgendwo mal kein, zufällig mal kein Ding mehr da war. Babys! Zwei, mindestens zwei Babys. Sehr schön. Ja, dann läuft er dann einmal. Deppert, mein Aschenviech wird... Das ist irgendwie sehr arschig.
Ah, hier Ufi. Zerreißt. Es ist sicher auch schon wieder voll. Na, nicht einmal. Ja, gehen wir zu dem Aschentyp zurück und dann ist Schluss. Aber wir werden das kurz auf jeden Fall noch. Oh ja. So, jetzt habe ich genug. Ich muss ehrlich sagen, es ist halt überall, wo man Karotten anbaut, eigentlich diese Rüben anbauen. Da kommen eh mehr Karotten als Rüben raus. Aber es ist halt einfach, man hat halt dann beides. Und die Rüben sind wichtig eigentlich. Das schaut mir ziemlich voll aus. Ja, da kümmere ich mich nachher drum. Auf Video. Wo entnimmt man da was? Wie funktioniert der? Ja. Wo kriege ich jetzt her? Also, wie funktioniert die Scheiße? Oder wie viel muss ich denn da verharzen? Mal her, Händel. Brauchst du nichts Verbrennes? Ja, das ist auch okay. Das alles. Na, servus. Gut, okay. Leute, jetzt habe ich mich darauf verabschiedet, jetzt wirklich. Danke fürs Zuschauen. Ich versuche noch das Ding da rauszufinden, wie es funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abo, like, comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Und ciao.